heizt ein, ey. Wie ist es eigentlich, wenn Frauen unter sich sind? Ja. Furzt ihr, wenn ihr unter euch seid und fächelt ihr euch das dann gegenseitig ins Gesicht? Mir diese Rolle vorher vorbereitet. Nee, bis 80 Gramm ist kein Einscheißen. Hey Leute, ich bin's Fritz, ich bin unterwegs mit Niklas. Ihr habt es euch gewünscht, endlich mal wieder ein bisschen Abwechslung. Ja, es ist herbstlich, es ist kalt, frisch und auch feucht, aber wir sind unterwegs. Rucksäcke sind gepackt und wir machen ein schönes Biwak, aber wir verkriechen uns in eine Höhle. Viel Spaß, los geht's. Gibt es aber noch einen besseren Eingang von der anderen Seite. Ich bin letztes Mal hier reingeklettert aus Versehen. Wir nehmen eine weiter hinten. Ach, richtig geile Sandstein-Felsformation hier. Verschiedenste Baumarten hier drin, Birken, Kiefern und so weiter. Ich habe auch ein bisschen neue Ausrüstung mit, die kann ich euch nachher mal zeigen. Und wir werden natürlich wieder schön was köcheln. Ja? Und zwar den klassischen Bofentopf. Wenn ihr ihn nicht kennt, müsst ihr dranbleiben, dann seht ihr, was es damit auf sich hat. Wir sind da. Bisher sehe ich noch nicht so viel. Sie scheint auf jeden Fall sehr groß zu sein. Ich hole gleich mal die Taschenlampe raus. Hier sind so ein bisschen Sandsteine gemauert. Gibt es hier vielleicht eine legendäre Story dazu? Ja, wurde früher als Räuberunterschlupf genutzt. Echt jetzt? Ja. Als Räuberunterschlupf? Ja, ich habe sogar so ein Buch mit, da steht das drin. Mach kein Mist. Ja. Hier haben sich original Räuber versteckt. Original Räuberhöhle. Okay, passender könnte es nicht sein. Wir gehen gleich in die Höhle, aber vorher wollen wir hier noch das restliche Tageslicht nutzen und ein bisschen die Aussicht genießen. Oh, herrlich. Ihr seht's, schöne blaue Stunde, dramatischer Himmel, sieht nett aus. Aber Sonnenuntergang haben wir leider nicht. Wir werden hier oben jetzt noch ein bisschen die Zeit genießen, ein bisschen quatschen. Und dann sehen wir uns gleich in der Höhle wieder. Bauen jetzt erstmal kurz das Bett auf und schaut mal hier. Wir haben es uns ein bisschen romantisch gemacht. Ja? Die 200 Teelichter, die wir hier aufgebaut haben. Damit das Ganze auch ein bisschen nach was aussieht. Ja? Richtig schönes Lichtermeer. Und da oben ist so ein bisschen erhöht. Da werden wir jetzt gleich kochen. Bisschen mit dem Hobo und halt auch unseren Schlafplatz aufbauen. Denn wir haben uns extra ein bisschen den höheren Platz ausgesucht, weil ja die Kälte nach unten sinkt. So, ich habe noch eine Jacke drin, bisschen Wasser. Und hier, schaut mal, habe ich von Atze, ja, dem Buschpiraten, der hat mir so einen schönen Beutel organisiert. Und da habe ich so ein bisschen mein Essen drin. Hier ein bisschen Porridge für morgen früh, ja, ein bisschen Baguettebrot und hier noch ein paar Bohnen, die wir gleich mitverarbeiten werden. Ja, hier meine schöne Buschbox. Was fällt euch auf bei der Buschbox? Die ist nagelneu. Die gleiche, die wir sonst auch immer haben. Aber was hast du, wo ist die andere? Ja, wurde geklaut. Ach stimmt. Beim Einbruch. Wir haben die Buschbox geklaut? Ja, die beim Schweine, Einbruch in der Gehklasse haben sie auch die Buschbox geklaut. Meine Messer haben sie auch geklaut. Ich habe hier schon mal Zwiebeln, Knoblauch, Mettenden, the baked beans. Nice. Und da unten ist noch mehr drin, aber ich habe die Hände voll. Also haben wir ordentlich Feuerholz vorbereitet, das sollte passen. Wir werden jetzt schön den Hobo hier entfachen und einweihen. Niklas hat schon ein bisschen da hinten alles vorbereitet und vorgeschnippelt. Und dann können wir ja gleich mit dem Bofentopf beginnen. Es duftet schon herrlich. Ja. Ich habe hier das Kindbahnstück rausgesucht. Herrlich. Ja, dadurch, dass wir auch so eine flache Decke haben, ist ja halt wahrscheinlich auch... Kleiner Raum, ja. Bleibt schön hier. Aber du als Feuerwehrmann, glaubst du sauerstoffmäßig Problem? Ja, nein? Nee. Gar nicht. Die Höhle ist, also bei einer kleineren Höhle vielleicht, aber die Höhle ist so groß, die sind vielleicht 120 Quadratmeter oder so. Und der Eingang ist halt auch nur 20 Meter da drüben und groß und offen, ne? Ja. Heiß! Das Ding heizt ein, ey. Boah! Ich habe gerade so ein Stück Kienspan reingeschoben, aus Versehen. Also ich habe
Ich habe 3 Stücke Kienspan. Boah, weißt du, wie das riecht? Das riecht, als würde mir einen kompletten Harzklumpen drin. Guck dir das mal an. Das waren 3 Stücken Kienspan, aber es riecht übelst geil. Ja, Niklas hat hier so special Handschuhe drin. Schnittfest, flammensicher, was kennt ihr noch? 250 Grad Kontaktblitzeschutz, du kannst Touchscreen-Handys noch bedienen. Ringsum schnittfest. Auf jeden Fall richtig krasse Dinger, ich zeig dir euch mal. Pack ich euch auf jeden Fall mal unten in die Videobeschreibung rein, könnt ihr mal auschecken. Ist ganz geil hier auch am Feuer. Also heiße Sachen kann man damit auch anfassen. Natürlich sollte man es nicht übertreiben, aber ja. Na, schöne Baked Beans gibt es jetzt hier, 2 Dosen und noch eine Dose Kidneybohnen. Mettenten sind drin, Zwiebeln, ja, Knoblauch haben wir noch am Start. Und rein damit. Hinein. Das wird gleich so den Magen zustopfen, geil. Ist auch gut für die Augen, da kannst du nämlich danach gut fortsehen. Ich wollte gerade sagen, das ist auch gut für die Wärme, für den Wärmehalt im Schlafsack. Feuerfrei. Dann haben wir es ein bisschen schlotziger, wie die Naturensöhne sagen würden. Grüße gehen raus an Gerrit und Andi. Kennt ihr dieses Phänomen? Ich bin echt gespannt. Schreibt es jetzt auf jeden Fall in die Kommentare. Kennt ihr das Phänomen, wenn man draußen unterwegs ist, frische Luft, gearbeitet, wandern, was auch immer, und ist dann eigentlich was, ja, Normales, sag ich mal, dass das viel, viel geiler schmeckt? Das sind jetzt nur 4 Zutaten. Wenn du das zu Hause auf dem Kochtopf machst, dann denkst du dir wahrscheinlich, was habe ich hier zusammengerührt? Aber wenn man das draußen nach so einem geilen Tag isst, ja, oder in so einer Location, schmeckt das viel, viel besser. Ich sage euch, ihr kennt das. Ja, 1 in Chat, Leute. Ah, nee, wir sind nicht auf Twitch. Pfefferweiß oder Pfefferschwarz? Ich würde sagen, wir machen Pfefferschwarz-Weiß. Ja. Ich sag mal so, was wir haben, haben wir. Was wir haben, haben wir. Und was weg ist, ist weg. Hier hinten ist nämlich noch schön frischer Knoblauch. Und ich sag mal so, viel hilft viel. Ist ja auch ein natürliches Antibiotikum. Ich merke jetzt schon, wie es nachher im Darm blubbert. Zwiebeln, Knoblauch und 2 Arten Bohnen. Wir haben mal kurz eine brisante Frage. Ne? Unter Männern lässt man ja mal den einen oder anderen Furz dahin flattern. Die Frage ist ja, wie ist es eigentlich, wenn Frauen unter sich sind? Ja. Meinst du? Ach so, ob die das machen? Ja, ja. Furzen Frauen unter sich? Feiern die sich auch? Machen die so Zieh mal am Finger? Die wollen diesen Mythos aufrechterhalten, dass sie nicht furzen. Ja, aber vielleicht unter sich rasten die richtig aus. Vielleicht fächeln die auch so zu unter sich. Dass sich so gegenseitig anfurzen. Schreibt's mal rein, ja, liebe Frauen. Wir haben hier ungefähr so 15-20% Frauenquote. Wir wollen jetzt von euch mal wissen, furzt ihr, wenn ihr unter euch seid, und fächelt ihr euch das dann gegenseitig ins Gesicht? So, es wird Zeit fürs Übernachtungssetup. Ich habe das diesmal alles ein bisschen anders gemacht, um ein bisschen Platz zu sparen. Ich habe nämlich einfach mir diese Rolle vorher vorbereitet. Und da ist mein Biwaksack als Außenhülle und innen drin ist schon der Schlafsack Defense 4 und auch die Isomatte drin. Und das habe ich einfach außen am Rucksack ran gemacht. So spare ich mir dieses ganze Rumgestopfe. Vor allem ist der Vorteil, dass ich dann nicht irgendwie für jedes Ding eine Einzelhülle brauche, sondern ich nutze den Biwaksack als Grundhülle und packe halt den ganzen anderen Kram einfach rein. Oh, ist ein bisschen vergriesknaddelt, würde ich sagen. Vergriesknaddelt? Das müssen wir erstmal ordentlich machen. Nicht schlecht. Ja, ist geil, oder? Ich meine, das fühlt sich halt nicht so an wie so ein... Nee, fühlt sich nicht an wie so ein Aufpustekissen, sondern es fühlt sich an wie so ein... Ein geiles. Ja. Schöne Grüße übrigens an dieser Stelle an Martin, weil wenn ich mit Martin unterwegs bin, machen wir immer nur irgendwelche abgefuckten Sachen. Ja? Und wer das Video neulich gesehen hat bei ihm auf dem Kanal mit dem Tiny House, da habe ich einfach gesagt, ich möchte mal wieder was Schönes machen. So, und jetzt guckt euch bitte mal das an. Und jetzt guckt bitte nochmal dahinter. Das ist für mich was Schönes. Aber jetzt, was mir dazu einfällt... Was denn? Oh, da war, glaube ich, schon ein Stücke Brei mit dabei. Bis 80 Gramm ist kein Einscheißen. War Land dabei. Herrlich. Kurz leise. Wunderschön. Es ist einfach ein Konzert. Wenn es leicht pelzig auf der Zunge wird... Okay, alles klar. Egal. Auf der Ofentop. Leute, der Moment, wo man die Füße aus dem Schuh holt und die Socken einfach dampfen. Wir sind gerade dabei, uns auf jeden Fall
zu verkrauchen. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr Furzen und Rülpsen eigentlich sexy findet. Würde mich mal interessieren. So, ich habe mir eine sexy Unterhose angezogen, weil wegen Dezember und so. Mal eine Frage an euch da draußen. Wie viele Leute von euch oder wer von euch hat denn auch schon mal hier so Biwak-Übernachtungskram wirklich so im Winter gemacht, so Dezember, Januar, Februar? Oder seid ihr nur so die Sommerkinder? Oder seid ihr nur die Leute, die einfach zugucken, aber selbst nie rausgehen? Das könnte natürlich auch sein. Naja, lange Rede, gar keinen Sinn. Ich würde sagen, gute Nacht und bis morgen früh. Was auffällt hier draußen, ist es viel, viel kälter und windiger. Puh. Ist krass, wie eine Hülle einen so vor Wetter schützt. Boah, richtig fuchsig hier draußen, ey. Herrlich. Hier noch eine kleine nachträgliche Info aus dem Videoschnitt, und zwar, ihr wisst es, ich arbeite schon länger mit Revolution Race zusammen. Dort gibt es auf das komplette Sortiment mit dem Rabattcode FRITZ20 20%. Gönnt euch da auf jeden Fall was. Ich nutze die Ausrüstung schon länger auf meinen Touren. Ihr seht es auch oft auf Instagram, dass ich die ja fast täglich im Einsatz habe. Ich werde auch ein paar neue Sachen für euch auschecken. Da könnt ihr gespannt sein. Alle wichtigen Infos dazu, den Rabattcode und Link findet ihr nochmal unten in der Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, wenn ihr Bock auf mehr Biwak-Videos habt, ja, dann irgendwie mal einen Daumen nach oben und in die Kommentare schreiben, ja, wo wir vielleicht jetzt nächstes Mal übernachten sollen. Und dann Kanal abonnieren, um kein weiteres Video zu verpassen. Schaut gerne bei Niklas auf Instagram vorbei, unten verlinkt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.